Hallo, ich bin der Frank und ich wollte euch heute mal meine kleine autarke Stromversorgung für den Wohnwagen vorstellen. Und zwar hat man ja immer das Problem, wenn man mit dem Wohnwagen unterwegs ist, dass man, wenn man eine Zwischenübernachtung macht zu dem Campingplatz, wo man dann ja wieder Strom hat, dass man da die Nacht halt keinen Strom hat. Und auch wenn man mal so 3, 4, 5 Tage irgendwo auf dem Waldplatz, Campingplatz oder Waldparkplatz steht, sogenanntes Freistehen, haben wir mal gemacht in der Lüneburger Heide. Da hat man ja immer keinen Strom. Und wenn man die Anhängekupplung praktisch am Auto dran lässt, ist ja das ja schon die Gefahr, dass man dann, wenn man nach 3 Tagen nach Hause fahren will und will den Motor starten, dass er dann halt nicht anspringt. Irgendwie hat man da immer ein ungutes Gefühl. Und damit das eben nicht so, damit man einfach ein besseres Gefühl hat und auch wirklich sicher ist, habe ich mir dieses kleine Teil ausgedacht, mehr oder weniger. Es besteht aus diesem AMG-Akku, habe ich in dem Fall genommen. Man könnte natürlich auch einen Bleigel-Akku nehmen. AMG ist praktisch Bleifließ-Akku. Der ist halt auslaufgeschützt, den kann man jetzt umdrehen und da wird dann nichts rausfließen. Obendrauf habe ich nichts anderes gemacht als eine normale Anhängekupplung, die man günstig überall kaufen kann. Drauf montiert kann man, ist wirklich festgemacht, kann man machen, wie man will. Jeder kann sich sein eigenes Ding da ausdenken. Und dann habe ich die Pole an die habe ich die praktisch angeklemmt, plus und minus, so wie es gehört. Wie die Belegung ist, das kann man im Internet erfahren, an welche Pole man das anschließen muss. Die habe ich abgedeckt, die Pole jedenfalls mit Aquarien-Kit, Silikon, so eine kleine Tube, gibt es auch überall neben Aquarienladen. Da kann hier kein Wasser rein, hier kann nirgendwo Wasser rankommen, selbst wenn es mal nass wird, kann da nichts passieren. Und das Teil habe ich entweder im Kofferraum oder man kann es auch ins Fußteil unten stellen. Auf die Rücksitz, also unterhalb der Rücksitzbank, da hat man ja meistens eh irgendwie Schuhe oder was weiß ich, irgendwelche Getränke liegen, wenn man am Wochenende unterwegs ist mit dem Wohnwagen, dass es nicht so hin und her rutscht. Und dann nimmt man es einfach raus, stellt es direkt unter die Anhängekupplung und zieht den Stecker raus aus dem Auto und steckt den hier oben rein und fertig, man hat Strom. Das dauert insgesamt 10 Sekunden, wenn man sich Mühe gibt. Anschließend kann man noch die Abdeckhaube von der Deichselkupplung drauf machen, dann ist es sogar wirklich komplett regengeschützt, wenn mal doch Gewitter angesagt ist oder so, damit es nachts die ganze Sache nicht nass wird. Ja, irgendwie, wenn man das halt benutzt, nach ein paar Tagen muss es ja dann mal wieder aufgeladen werden. Da habe ich gleich praktisch so ein extra externes Ladekabel mit angelötet, damit ich nicht an die beiden Pole muss. Und dazu kann man im Prinzip so ein normales Ladegerät verwenden, das ist nicht groß. Entweder hat man es nur rumliegen oder man muss es halt kaufen. Aber selbst wenn, das ist nicht allzu sehr teuer. Das besteht im Prinzip, wenn man es kauft, aus den Anschlussbuchsen, die man für die Batterie verwendet, für die normale Autobatterie. Und die beiden Anschlussbuchsen habe ich mehr oder weniger zerschnitten und habe da verpullungssichere Stecker dran gelötet. Das ist, ich habe schon Modellbau über. Wenn nicht, muss man halt irgendwo schnell dann, das kostet jetzt nicht so sehr viel, sich kaufen. Ich denke, da verpullungssicher ist schon relativ wichtig, weil man ja, wenn man mal in der Hektik ist oder wenn es auch mal ein bisschen dunkler ist, nicht, dass man Plus und Minus verwechselt, das wäre dann halt schon schlecht. Ja, und dann kann man es nach wie vor fürs Auto verwenden. Ja, dann wird es mit dieser, habe ich jetzt nicht weggeschmissen. Und wenn man es aufladen will, steckt man es im Prinzip einfach hier dran. Zack, schon springt das Ladegerät an und dann hat man hier den Stecker, da kommt dann ganz normal eine Steckdose wieder auf, das stoppt dann und ich mache es immer noch mal an, kurz bevor ich wegfahre am Wochenende, dass dann doch wirklich voll ist. Und wenn man kann, wenn man jetzt länger unterwegs ist, man weiß, man werden immer mal wieder eine Außenübernachtung machen, nehme ich das Ladegerät mit, sodass ich es am nächsten Campingplatz wieder auflade. Aber das war meistens nur so wenig raus. Also man braucht eigentlich von der Sache her, wenn man 14 Tage Urlaub hat und übernachtet, 3, 4 Mal außerhalb, braucht man es eigentlich gar nicht mitnehmen. Die Stromversorgung hält, denke ich mal, wenn man sparsam ist, locker eine Woche. Und die meisten Wohnwagen haben jetzt schon LED-Beleuchtung, sodass da von der Beleuchtung her wenig Strom verbraucht wird. Die paar Pumpen und die bisschen Lüftung, also das hält wirklich ewig. Und dann habe ich mir, weil heute schlechtes Wetter ist und ich auch gerade Zeit habe, auch für das Video, habe ich mir noch so ein kleines Feature hier dran gebastelt. Das muss nicht unbedingt sein. Wir haben immer das Problem, wenn die Powerbank mal, wo wir unsere Handys laden, alle ist. Na, die Handys nutzt man ganz gerne auch für die Navigation unterwegs. Wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, haben wir dann die Navi-App an, dass man weiß, ah, rechts, links müssen wir anbiegen und da ist es schön, wenn die Handys halt auch funktionieren. Und mit so einer Powerbank kann man die Handys, ja locker, wenn man zwei Handys hat, kann man die dreimal laden oder so, aber dann wird es schon knapp. Und wenn man doch mal noch einmal extra laden will, dann stecke ich
das kleine Teil, was auch wieder mit diesem Verbundungssicherungsstecker ist, an, schaltet es ein und dann hat man hier, wie man sieht, zwei USB-Buchsen, wo man dann das Handy laden kann und zusätzlich nochmal so eine Spannungsanzeige, dass man wirklich diesen Akku dann halt nicht zu sehr auslutscht. Ich glaube 11, noch was Volt ist im Internet angegeben. Tiefer soll man so einen AMG-Akku nicht entladen. Na, wenn man da mal ein bisschen drunter geht, ist ja wie beim Auto-Akku, das übersteht er schon. Aber dauerhaft soll man das halt nicht machen. Und wenn man dann wieder zu Hause ist, steckt man ein Ladegerät an, puff, ist wieder voll. Und so kann man auch liegen lassen. Die AMG-Akkus oder auch die Bleigel-Akkus, die wollen lieber voll gelagert werden und nicht leer gelagert werden. Also kann man dann jederzeit zu Hause wieder auffüllen. Ja, ich hoffe, euch hat meine kleine Erklärung hier zu meinem autarken Stromversorgungssystem, sage ich jetzt mal, gefallen. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Okay.